Namaste. Namaste. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du gemeinsam mit uns eine Morgenmeditation durchführst. Setze dich am Beginn aufrecht auf einen bequemen Stuhl. Achte darauf, dass deine Rückenwirbelsäule gerade ist, Kinn parallel zum Boden. Nimm nichts mit in diese Meditation an Gedanken, an Sorgen, an Ängsten. Alles, was dich in diesen Tagen bewegt, lass jetzt einfach los. Zur Unterstützung werden wir am Anfang dreimal tief durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den offenen Mund wieder ausatmen. Tief einatmen und halten, 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 halten und loslassen. Und halten, 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 halten und loslassen. Und halten, 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 halten und loslassen. Zur weiteren Vorbereitung und Unterstützung der Meditation üben wir Pranayama, Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung. Dazu die linke Hand auf dem linken Oberschenkel ablegen, von der rechten Hand den kleinen Finger und den Ringfinger zum linken Nasenloch, rechts ausatmen, rechts einatmen, Wechsel links ausatmen. Links einatmen, Wechsel rechts ausatmen, rechts einatmen, Wechsel links ausatmen, links einatmen, Wechsel rechts ausatmen, rechts einatmen. Wechsel links ausatmen, links einatmen, Wechsel rechts ausatmen. Du kannst Pranayama Nadi Shodhana während des Tages öfters üben. Es bringt die Hemisphären des Gehirns in Balance, du wirst ruhiger, ausgeglichener. Denke daran, dir vorher die Hände zu waschen. Mit der Rückenwirbelsäule gerade, aufrecht, Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen, schließe deine Augen. Lass uns gemeinsam dreimal Om singen. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins, dem Unendlichen. Anerkenne die höchste Realität. Wisse, dass du eine individualisierte Einheit dieser höchsten Realität bist. Untrennbar, ewig, ohne Beginn und ohne Ende. Anerkenne die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen.
In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders unsere Guru-Linie. Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar Giri, Paramahansa Yogananda, Roy Eugene Davis und alle Nachfolger. Lass die Sehnsucht deiner Seele, zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Stell dir vor, du meditierst in Gott und Gott in dir als du. Mit der Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen beobachte von dort deinen Atem. Es ist nicht notwendig, zu versuchen, den Atem zu kontrollieren. Beobachte einfach nur den natürlichen Fluss und Rhythmus deines Atems. Beobachte und fühle, wie du nach jedem Ausatmen geistig ruhiger und körperlich entspannter wirst. Lass mit jedem Ausatmen das Gefühl zu, dass hier und jetzt alles in Ordnung ist.
Wir kombinieren jetzt den Atem mit einem Mantra. Denke daran, dass die Wiederholung eines heiligen Mantras eine heilende Wirkung auf dich haben kann. Sprich gedanklich beim Einatmen so. Sprich gedanklich beim Ausatmen ham. So. Ham. So. Ham. Wenn Gedanken, Bilder oder Emotionen auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung, lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deiner Atmung und deinem Mantra. So. Ham. Wenn es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, öffne deine Augen, blicke geradeaus, ohne irgendetwas zu fokussieren.
Wenn sich deine Gedanken beruhigt haben, schließe deine Augen wieder und kehre zurück zu deiner Atmung und deinem Mantra. So. Hum. Wenn sich die Gedanken und Emotionen vollkommen beruhigt haben, leg das Mantra beiseite und verweile in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung, in dieser Stille. Bleib aufmerksam und konzentriert, beobachte und höre.
Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für Mitgefühl, für Freundlichkeit, für Gelassenheit, für Dankbarkeit. Stelle dir unseren Planeten Erde vor. Mit den 7,5 Milliarden Menschen. Erinnere dich an die göttliche Natur eines jeden Menschen. Stell dir alle fühlenden Wesen und Lebensformen vor. Wünsche ihnen allen das höchste Gute. Sieh sie erwacht zu ihrer wahren Natur. Sieh sie gesund, glücklich, zufrieden, zuversichtlich, freundlich und friedvoll, optimistisch und konstruktiv. Lächle ihnen zu und habe Mitgefühl. Sei freundlich. Sei friedvoll. Sei gelassen. Sei dankbar. Sieh dich selbst, erwacht zu deiner wahren Natur. Sieh dich gesund, glücklich, zufrieden, zuversichtlich, selbstbewusst, freundlich und friedvoll, optimistisch und konstruktiv. Sieh dich, wie du für andere da bist und sie unterstützt. Lächle dir selbst zu und sei dankbar für diese transformative Zeit. Für die Erkenntnis und Akzeptanz, dass in dieser Welt alles vergänglich ist. Alles im permanenten Wandel, nichts von Bestand. Lass uns gemeinsam einmal Om singen.
Kehre am Schluss der Meditation wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Du kannst natürlich noch gerne so lange, wie du möchtest und Zeit hast, in dieser ruhigen, friedvollen Atmosphäre verweilen. Nimm diese Stimmung mit in den Tag und schenke sie anderen durch deine Anwesenheit. Roy Chin Davis schreibt in seinem Buch Sieben Lektionen im bewussten Leben über das zweite Yama Satya. Satya bedeutet Wahrhaftigkeit. In Patanjalis Yoga Sutras wird das zweite Yama Satya folgendermaßen beschrieben. Jemand, der wahrhaftig ist, erfährt schnelle Resultate in seinen Handlungen. Indem wir unser Denken und Handeln an das anpassen, von dem wir wissen, dass es wahr ist, bleibt unsere Aufmerksamkeit und unsere Handlungen auf nützliche Ziele und produktive Bestrebungen konzentriert, die leicht verwirklicht werden. Wenn wir noch nicht wahrheitsbewusst sind, können geistige Verwirrung, emotionale Konflikte und unberechenbares Verhalten die Folge sein. In persönlichen Beziehungen sind wahrhaftige Personen zuverlässig. Unehrliche Personen sind nicht vertrauenswürdig. Das zweite Yama, Satya, Wahrhaftigkeit. Ja, ich möchte am Schluss gemeinsam mit dir ein Mantra singen. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden und friedvoll sein. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden und gesund sein. Ja, ich wünsche dir einen tollen Wochenbeginn in dem Bewusstsein von Satya, Wahrhaftigkeit. Wenn du möchtest, gerne morgen zur gemeinsamen Meditation. Bis dahin, Namaste. Namaste.